Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Lange, Finanz- und Versicherungsmakler, seit über 10 Jahren in Memmingen ansässig. Und ich möchte Ihnen heute gerne mal ein neues revolutionäres Tool vorstellen, mit dem wir einen Depot-Schnellcheck durchführen können. Sie sehen es, es nennt sich Advisor Studio. Was ist der Sinn und Zweck dieses Tools? Viele von Ihnen haben wahrscheinlich ein Depot bei Ihrer Bank, bei Ihrer Sparkasse mit entsprechenden Fonds oder auch Aktien hinterlegt. Was aber viele nicht wissen, passt dieses Depot überhaupt zu mir? Entspricht es meinen Renditeerwartungen? Entspricht es meiner Risikoneigung? Kann ich damit meine Ziele erreichen? Und dazu haben wir dieses neue Tool und das möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Wir wählen hier einen bereits bestehenden Kunden, den haben wir schon angelegt, da braucht es nur ein paar wenige Sachen dazu, Name, Geburtsdatum und Anrede, und wir wollen dann ein Kundengespräch mit dem Kunden machen, und zwar geht es um ein Erstgespräch, keine Neuanlage, sondern wir wollen bestehende Positionen überprüfen und das war es dann schon. Zunächst müssen wir das bestehende Depot erfassen. Was ich hier jetzt eingebe, ist ein Originaldepot von einem Interessenten, der an uns herangetreten ist wegen Depotcheck. Und Sie werden es gleich bei der ersten Position sehen. Er hat einen Deka-Fonds, also wird er sein Depot voraussichtlich bei der Sparkasse haben. Klar, dass die Sparkasse hauseigene Produkte verkauft. Ist nachvollziehbar, ist bei allen Banken das gleiche. Ob die aber wirklich passen, ist ein anderes Thema. Ich erfasse jetzt einen Fonds nach dem anderen. Ja, und jetzt haben wir es ein bisschen abgekürzt und ich gebe den letzten Fonds des Kunden ein. 472607. Suchen. Und da haben wir nochmal 18.669,70 € als Gesamtbestand. So, jetzt haben wir das gesamte Bestandsdepot des Kunden erfasst. Sie sehen, wir haben ausschließlich Deka-Fonds. Das ist das Thema, dass die Banken und Sparkassen natürlich nur hauseigene Produkte verkaufen oder angehalten sind zu verkaufen. Ob das für Sie das Beste ist, das stellen wir einfach mal in Frage an dieser Stelle. Dann geht es einen Schritt weiter. Dann muss der Herr Muster jetzt angeben, was hätte er denn gerne für eine Rendite. Und da sagt er jetzt einmal, ja, er hätte mittelfristig bis langfristig gerne 5% pro Jahr. Die braucht er auch, um überhaupt einen Wertzuwachs zu haben, weil wenn Sie nach Kosten und Inflation entsprechende Produkte haben, egal was es ist, um Wertzuwachs zu haben, sollten Sie eine Rendite von ja, Minimum 4, eher 5% zu haben, damit Sie wirklich eine Wertvermehrung also, in Ihrem Depot haben. Dann, was hat er für eine Schmerzgrenze für kurzfristige Verluste? Da geht es um das Gesamtdepot, nicht um Einzelpositionen. Da sagt unser Herr Muster jetzt einfach mal 8%, da kann ich mit leben. Und mein Anlagehorizont ist 10 Jahre, ich möchte es mittel- bis langfristig anlegen, das Ganze. Dann haben wir es erfasst. So, und jetzt sind wir schon in der Analyse drin. Jetzt können wir uns das Depot anschauen von Herrn Muster. Da sehen wir zunächst einfach mal die Zusammensetzung. Wie ist das Depot aufgestellt? Wie viel prozentual in Aktien, in Anleihen, in Immobilien? Hier drüben sind die Einzelpositionen erfasst. Und ja, dann die bisherige Entwicklung. Wie hat es sich denn in der Vergangenheit entwickelt, das Depot? Sie sehen ganz normale Schwankungen. Wir können hier wählen, wollen wir es uns seit 3 Monaten anschauen. Da sehen wir, seit 3 Monaten ist es eher mau, seit einem Jahr. Und dann können wir auch seine Verlustschwelle mal einblenden, seine persönliche. Und da sehen wir, in einem Jahr hat er also seine Verlustschwelle deutlich überschritten. Also das ist dann auch nicht so das Wahre. Und wie sieht es bei 3 Jahren aus? Auch da sind wir einige Male unter der Verlustschwelle. Und dann können wir sagen, okay, wie wird sich dieses Depot denn voraussichtlich in der Zukunft weiterentwickeln? Dazu werden einfach die Daten aus der Vergangenheit analysiert und mit entsprechend hinterlegten mathematischen Formeln in die Zukunft projiziert. Und da sehen wir hier sein Depot. Der erwartete Ertrag liegt bei 1,9% und das erwartete Risiko bei 6,91%. Wir können uns hier auch die Einzelwerte anschauen, wie die liegen. Da sehen wir, da ist nur einer, der irgendwo jenseits der blauen Linie liegt, weil der vom Risiko her natürlich passt. Aber bei allen anderen Positionen ja, ist weder der Ertrag
noch das Risiko haltbar. Also da sehen Sie hier zu erwarten das Risiko 21,91% oder hier 18,79%. Und somit hat der Herr Muster jetzt einfach mal einen Überblick über sein Depot. Wie wird es sich entwickeln? Wie passt es zu seinen Wünschen und Zielen? Und das ist einfach der Beginn der Depotcheck, um dann in eine entsprechende Beratung einzusteigen und vielleicht Positionen zu finden, die wesentlich besser zu den Zielen und zu den Wünschen und zu der Risikoneigung von Herrn Muster passen. Ja, es würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Video gefällt, wenn Sie es gegebenenfalls auch weiterempfehlen. Ich verbleibe mit dem Wunsch für einen schönen Tag. Ihr Thomas Lange, Finanz- und Versicherungsmakler aus Memmingen im Allgäu.